Ja, ich wollte Sie eben noch fragen, ob Sie mir ein Schlüsselbrettli machen könnten. Ja, Schlüssel halten gar nicht durch, zumal ich Schlüssel aufhängen. Lass sich machen, man muss es einem nur sagen. Ja, ich habe eigentlich nicht an den ganzen gar nicht durchgedacht. Ich habe ein ganz einfaches Schlüsselbrettli im Kopf gehabt. Mein Kleiner hat mal in der Schule im Werken ein Schlüsselbrettli gemacht nach dem Römerturm. Aber ganz etwas Einfaches. Die haben eine Tannenleiste genommen, haben es aquarelliert, aber also ganz in schlicht. Ja, man könnte es schon einfach machen, man muss es einem nur sagen. Nein, dann nehmen wir am besten eine Spanplatte mit einem Abschliff. Dann nehmen wir zwei konische Halbwinkel und zwei Müffeli, um sie etwas zu verstärken. Wir können das 125-60 nehmen oder 126-50. Ja. Dann wir sie ein bisschen abwinkeln, machen wir ein kleines Steinköferli und ein Futterblättchen. Ja. Das Meteorwasser können wir durch den Kröpf 80 ablaufen lassen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir ideal Dübel nehmen. Das haben wir dann sich voll Bruchmaterial. Ja. Ja, ich habe mir eigentlich etwas Einfacheres vorgestellt. Ich weiss nicht, kennen Sie Gerda Conzetti? Mal im Spielhaus Television haben die ein Schlüsselbrettli gemacht, also ganz etwas Gerisses, aber ganz etwas Einfaches. Die haben ein Schlüsselbrettli gemacht aus einem Zigarrenkistli. Haben ein Zigarrenkistli genommen, Erbsli und Böhnli drauf geklebt. Also nicht gekochte, he? Haben sie Schräubli reingenägelt, in den Nägeli reingeschraubt. Aber ganz einfach. So haben sie Nägel reingeschnübelt. Nein, dann machen wir es ganz einfach. Dann nehmen wir am besten einen Diffendinger mit einem Doppelzapfen. Ja, wir können ein kleines Klavierbändchen machen über die Konsole mit einem Kipperli. Wenn wir es mit einer Trio-Schraube anhängen, ein bisschen ausstemmen und über die Platte machen wir eine kleine Amalgamfüllung mit einem Besenwurf. Ein kleines Hinterglasabrieb mit einem Unterputz und abschlemmen können wir es mit einem Schwemmsteinrand. Dass man die Maserung noch ein bisschen sieht, müssen wir nur noch den Blitzschutz zufetzen. Haben wir etwas gefreut, alles andere ist etwas halbes. Ja, ich habe eigentlich etwas einfach. Ja, neben verstärken muss es doch, sonst hast du halb auf Federn brüchen. Reißen die ganze Fassade oben an und geht die ganze Hütte zusammen. Wenn es nass einmauert ist, blüht es dir nicht aus. Blüht er nicht aus? Dann brauchst du Doppelverglasung, wenn er viel Fluglärme hat. Ja, ich habe mir eigentlich etwas Einfacheres vorgestellt. Ich weiss nicht, kennen Sie das Leben und Glauben? Wenn Sie auf der Bastelseite frohes gestalten, haben Sie mal ein Schlüsselbrettli gehabt. Also ganz etwas Einfaches, aber ganz etwas Gerisses. Die haben ein Schlüsselbrettli gemacht aus einem Nudelbrettli. Aber ganz in schlicht. Ja, dann machen wir es halt ganz einfach. Nehmen wir halt einen anderen Halbsteinmauer mit einem Dispersionskleber und einem Polyesterabstrich. Machen wir einen kleinen Durchlauferhitzer mit einem Doppelvergaser. Hinten dran ein kleines Belüftungsventil mit einem Destillierfilter. Hinten dran eine Halbkombifolie und einen Zimmering. Und unten dran ein kleines Ölabscheider. Ja, dann können wir einen Spezialspritzguss nehmen. Machen wir zwei kleine Teleskopschwinger, dass es beim Schlüsselaufhängen ein bisschen nachfedert. Dann haben wir zwei ganz grosse Vorteile. Erstens bleiben wir unter der 600-Franken-Grenze. Das sollte mit 599,90 durchmögen. Und zweitens brauchst du dafür erst noch keine Baubewilligung.